Hallo und herzlich willkommen in der Kanzlei SPKW Sobczak & Partner. Wem steht das Geld zu, wenn ein Abwasserverband mal etwas zurückerstattet? Dem Erwerber oder dem Verkäufer eines Grundstücks? Hierzu gleich mehr, Rechtsanwalt Will. Das ist eine sehr interessante Frage. Wer bekommt von den Zweckverbänden Geld zurück, wenn Alteranschließerbeiträge in der Vergangenheit erhoben wurden? Passiert es derzeit relativ häufig bei einigen Zweckverbänden, auch mehrmals nacheinander, dass diese Zweckverbände neu kalkulieren müssen, also den Beitragssatz Wasser, Abwasser. Der kann natürlich nicht aus der hohlen Hand geschöpft werden, was man vermutet. Aber tatsächlich gibt es dort gesetzliche Vorgaben aus dem Kommunalabgabengesetz. Und dann ergibt sich häufig auch aus politischen Motiven heraus, dass die Verbandsversammlung sagt, okay, der Abwasserbeitrag wird gesenkt, vielleicht um ein Drittel. Und dann gibt es ein Drittel vom Beitrag zurück. Und wer bekommt diesen Beitrag? Das ist insbesondere dann interessant, wenn zum Beispiel der Eigentümer gewechselt hat. Also da ist ein Beitragsbescheid ergangen, 2012. Dann ist die Kalkulation neu gemacht worden. Zwischenzeitlich 2013 ist das Grundstück verkauft worden, im Grundbuch umgeschrieben worden. Und heute sitzt dort jemand anders drauf. Bekommt jetzt sozusagen der heutige Eigentümer das Geld zurück oder aber derjenige damals, der den Bescheid bekommen hat? Und die Zweckverbände handhaben das ganz unterschiedlich. Einige ganz pragmatisch halten sich einfach an denjenigen, der jetzt Eigentümer ist, weil sie sagen, wir suchen doch nicht die alten Eigentümer, vielleicht sind die verzogen, verstorben, was weiß ich, ne? Sagt dann der ein oder andere Verbandsvorsteher. Damit will ich mich nicht rumärgern, aber das Geld müssen wir auszahlen. Insoweit ist es aber interessant für jeden Grundstückseigentümer, wenn zum Beispiel so eine Praxis um sich greift, auch mal in den Grundstückskaufvertrag zu schauen. Häufig nehmen die Notare Regelungen auf. Was passiert, wenn Abgaben, die vormals gezahlt worden sind für dieses Grundstück im Abwasser-, Wasserbereich, kann aber auch Straßenausbau, sonst was sein, wenn die zurückgezahlt werden müssen, weil ein Vorausleistungsbescheid ergangen ist, ne? Dann gibt es in dem Grundstückskaufvertrag eine Regelung, die da besagt, entweder der Verkäufer darf dieses Geld für sich behalten oder aber der Käufer kann das Geld behalten. Das ist häufig geregelt. Wenn nichts geregelt ist, dann muss man sich daran halten, was eigentlich die Abgabenordnung vorsieht, denke ich mal. Und es wäre meines Erachtens nicht korrekt, wenn das Grundstück verkauft worden ist. Der vormalige Eigentümer hat den alten Beitragsbescheid bezahlt und der jetzige kriegt das dann erstattet. Das dürfte nach meinem Dafürhalten dem vormaligen Eigentümer zustehen. Wie gesagt, im Grundstückskaufvertrag kann im Innenverhältnis auch was anderes geregelt sein, wenn dort was geregelt ist und selbst der jetzige Eigentümer das Geld zurückbekommt, weil der Beitrag um ein Drittel gesenkt wurde, dann kann, wenn es eine entsprechende Regelung gibt, der Verkäufer aber auf der anderen Seite sagen, du, ich möchte bitte das Geld, was du da bekommen hast vom Zweckverband für mich. Ich habe das damals bezahlt, das ist nur gerecht an der Stelle. Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen zur Verfügung die Rechtsanwälte Klaus Sobczak, Thomas Petter, Robert Kaiser, Thomas Will und Steffen Balke sowie Steuerberaterin Marion Setzefand. Kanzlei SBKW Sobczak & Partner, Bahnhofstraße 8 in Zossen. Telefon 033 77 33 99 0 oder im Internet auf spkw.eu.